als ich vom Janis das Programm bekommen habe und die Einteilung der Speaker gesehen habe, nach der Mittagspause, habe ich gedacht, ja toll, guter Slot. Wie ich vorher im Vortrag vom Stefan gesessen bin, habe ich mir gedacht, also im Vergleich zum Vorredner Stefan ist eigentlich die Mittagspause total entspannt. So gesehen freue ich mich jetzt sehr, euch, wie der Dan schon angekündigt hat, die nächste Dreiviertelstunde einen konkreten Case von mir vorzustellen. Vor genau 177 Tagen, 5 Stunden und 50 Minuten bin ich genau in diesem Raum gesessen. Ich weiß es noch genau, hinterste Reihe, dritter Platz von der Mitte. Und es war mein erster Tag vom Certified Consultant Programm. Der Mario hat auch den ersten Vortrag gehalten und hat über die Möglichkeiten, den Blue Ocean Markt in der Marketingautomatisierung gesprochen. Und ein Bild hat sich da so eingebrannt bei mir. Das ist wie mit dem Laserschwert in der Steinzeit, hat er immer gesagt. Und ich habe mir das angehört und war total gefesselt von der ersten Minute an eigentlich. Ich war vorher schon Klicktipp-Kunde, aber so diese wirkliche Tragweite war mir in dem Moment erst bewusst geworden. Und in dem Moment ist mir eines wirklich klar geworden. War jemand von euch schon mal bei Tony Robbins? Schon einige? UPW, Tony Robbins, so Feuerlauf mit 8000 Leuten. Also das ist wirklich ein Erlebnis für die, die noch nie dort waren. Das kann ich wirklich empfehlen. Und der Tony Robbins schafft es ja, dass man von 6 Uhr in der Früh bis um 1 Uhr nachts wirklich fokussiert ist, ohne Essenspausen, vielleicht kurz mal 5 aufs Klo gehen, aber man hat einen Fokus die ganze Zeit und der macht es mit ganz viel Musik. Also immer wieder stehen die Leute auf und es kommen Lieder und diese Botschaften von den Liedern haben mich auch seitdem sehr begleitet und ich habe den 2015 live erleben dürfen in London. Und in dem Moment, jetzt wieder zurück nach Sofia im Oktober, wie ich da drin gesessen bin und mir das klar wurde, ist so eine Message in mir aufgepoppt und ein Lied, was der Tony Robbins ganz oft spielt. Und dann habe ich gewusst, life will never be the same. Schau mir ganz kurz an. Können wir ein bisschen lauter machen. Genau. Aus. Genau. Da wollen wir nicht zu lang spielen, so, wir haben ja keine Zeit. Genau, life will never be the same. Und ich habe mir gedacht, so, ich habe die Chance erkannt, ja, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich gehe da all in mit diesem Thema. Ich setze den Fokus voll auf dieses Business als Certified Consultant. Ich hatte andere Projekte im Bereich Online-Marketing, Infoprodukte, auch Kundenprojekte. Und habe mir gesagt, so, ich schließe diese Projekte jetzt so gut es geht ab, fahre das ein bisschen runter und gebe einfach den vollen Fokus auf diese Tätigkeit als Certified Consultant, weil ich diese Chance für mich erkannt habe. Und es hat ein bisschen gedauert mit der Vorarbeit und so, bis alles so gut unter Dach und Fach war. Und am 26. Januar, war der erste Geburtstag von meinem Sohn, habe ich so als Glücksdatum gewählt und da ein eigenes Unternehmen für dieses Consulting-Business gegründet, Tauch Solutions. Genau, und wenn man sich anschaut, 3 Monate später, also im Grunde jetzt, ja, was war bis dahin? Also ich hatte ja noch keine Visitenkarten, ich hatte auch keinen Flyer, was man sonst so landläufig hört, hey, du brauchst einen Flyer, Visitenkarten, du brauchst eine Homepage, hatte ich alles nicht. Auch wenn ihr jetzt auf meine Homepage geht, da ist immer noch under construction oder coming soon, das ist schon lang coming soon. Und auch ein Marktplatzprofil habe ich noch keins. Und der Grund ist ganz einfach, ich war von Anfang an ausgebucht und hatte noch keine Zeit, mich um diese Dinge zu kümmern. Ja. Ja, also jetzt eben 3 Monate, nachdem ich da richtig damit offen rausgegangen bin, habe ich die ersten 3 begeisterten Enterprise-Kunden, hatte schon 26.000 Euro Umsatz erzielt. Da sind die Klicktipp-Provisionen ja noch gar nicht drin, die kommen ja noch dazu. Und die nächsten 4 Kunden stehen in der Warteliste. Ich mache jetzt nicht mehr, weil ich einfach auch Zeit für meine Familie haben möchte, weil mir das wichtig ist. Und ja, heute möchte ich mit euch teilen einen ganz konkreten Beratungscase, weil es wird einige von euch geben, die das vielleicht nicht im eigenen Unternehmen einsetzen, sondern die vielleicht auch dieses Business als Certified Consultant interessiert. Und da möchte ich euch wirklich von A bis Z mal zeigen, wie geht man da von der Ansprache über den Strategieworkshop, über die Angebotslegung, wie läuft so ein Prozess ab, ja? wie läuft so ein Beratungsprojekt ab. Und dann im zweiten Teil oder im Drittel eher im letzten noch meine Strategie, wie ich zu den Kunden komme, ja? Ohne mühsame Kaltakquise oder keine Facebook-Werbung. Also da bin ich durch Zufall draufgekommen eigentlich auf die Strategie, die hat funktioniert und ich habe mit Janis geredet und der hat gesagt, hey, das ist eigentlich eine coole Strategie. Mir war gar nicht klar, dass es eine Strategie ist, aber die erzähle ich euch dann auch. Klingt das interessant? Ja. Sehr gut. Ja, noch ganz kurz über mich. Also ich bin verheiratet, ich lebe in Österreich. Man hört es, ich bin kein Österreicher, ich komme aus Deutschland. Aber ich lebe seit vielen Jahren in der schönen Steiermark. Bin eben seit 4 Jahren im Online-Marketing, habe mit meiner Frau gemeinsam auch zahlreiche Infoprodukte schon gemacht
Und bis 2017 war ich noch Projektleiter in der Automobilindustrie, hat der Daniel schon gesagt. Und dann ist es wirklich losgegangen mit der Selbstständigkeit und jetzt mit dem Business as Certified Consultant. Okay, Beratungskreis Personaldienstleistung. Der Kunde ist eine Personaldienstleistungs GmbH in der Steiermark, Nova GmbH, die hat ca. 20 Mitarbeiter und über 1000 Leiharbeiter, Zeitarbeiter unter Vertrag. Also schon eine große Agentur, ja, und die spezialisiert auf Logistik und Produktionsbetriebe. Und die Ausgangssituation ist einmal hoher Zeitdruck. Also in dieser Branche ist es so, wenn ein Produktionsbetrieb sagt, wir kriegen einen neuen Auftrag, die brauchen dringend neue Mitarbeiter, die rufen dann an und sagen, wir brauchen jetzt 20 neue Hilfskräfte in der Logistik, im Lager, am besten gestern und schick mir die. Und die Ausschreibung geht natürlich an mehrere Agenturen und deswegen ist auch Tempo da wirklich wichtig. Also die Schnelligkeit, mit der man die Bewerber vermitteln kann, spielt in dem konkreten Fall eine große Rolle. Bis jetzt sind alle Bewerbungen per E-Mail eingegangen. Ja? Also die Stellenausschreibungen waren, schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an, da, und dann wurden die geprüft von den Disponentinnen, von den Bearbeitern dort. Und der Bewerbungsprozess war sehr aufwendig. Viele Bewerber kommen nämlich da aus Slowenien, aus Kroatien, sprechen vielleicht auch nicht so gut Deutsch, verstehen die Stellenanzeige vielleicht nicht so gut, bewerben sich, obwohl sie gewisse Qualifikationen gar nicht erfüllen. Da kommt man dann erst im Laufe drauf. Also da ist auch viel Overhead in der Kommunikation. Es wird sehr, sehr viel telefoniert deswegen. Oft 5, 6 Mal, 10 Mal, bis es dann zu einem Bewerbungsgespräch kommt. Es ist sehr zeitintensiv. Genau, und die Bewerber rufen dann natürlich auch an, um sich nach dem Stand der Bewerbung zu erkundigen, wenn es nicht schnell genug geht. Wie schaut es konkret aus? Also Sie haben ca. 40 Stellenausschreibungen pro Woche. Pro Stelle gibt es dann so 5 bis 10 Bewerbungen in der ersten Woche. Dann nimmt es ab. Dann haben Sie zwischen 3 und 4 Telefonaten pro Bewerbung, bis Sie dann wirklich wissen, ist das jemand, der sich da eignet dafür, weil man reicht ihn vielleicht am Anfang nicht oder dann ruft er zurück und man hat gerade selber keine Zeit, ihr kennt das ja. Pro Telefonat haben wir jetzt mal 5 Minuten angenommen und wenn man das so ein bisschen durchrechnet, dann kommt man also drauf, dass die 22.732 Minuten pro Monat nur fürs Telefonieren verwenden, nur bis zu dem Punkt, an dem Sie wissen, den Bewerber, den können wir mal einladen. Und das sind also 380 Stunden pro Monat. Und das ist ja, das sind 2 vollzeitäquivalente Stellen, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, und da ist natürlich ein Riesenpotenzial, Automatisierung zu machen. Wie war jetzt meine Vorgehensweise? Also zunächst habe ich den einmal angerufen und hatte ihm von dieser Case Study im Oktober erzählt, vom Dirk Brecht, heißt er, glaube ich, das ist im Consultant-Mitgliederbereich Automatisierung im Bewerbermanagement, hatte ich mir live angesehen und nochmal angeschaut und gesagt, du, hör zu, ich war da auf einer Fortbildung, da gibt es eine Case Study zu dem Thema, wie du deinen Bewerbungsprozess automatisieren kannst, da habe ich gleich an dich gedacht. Macht es Sinn, dass wir uns da mal zusammensetzen? Und dann hat er gesagt, ja klar. Haben wir eine Stunde gesprochen, also eigentlich gar nicht mit ihm, sondern mit seiner HR-Leiterin. Und die hat sofort gesagt, sowas brauchen wir schon lang, wollen wir unbedingt machen. Dann nächster Schritt, also einen eintagigen Strategieworkshop, das habe ich jetzt bis jetzt bei allen meinen Kunden so gemacht. Habe mich da am André Große orientiert, auch der Vortrag ist sehr zu empfehlen, ist auch im Consultant-Mitgliederbereich. Und auch diese Outline vom Vortrag findet ihr dort. Ja, also wirklich dieser Strategieworkshop ist für euch fix fertig vorbereitet. Müsst ihr eigentlich nur noch euch entlanghangeln an dieser Outline. Und da geht es los mit einer Zielgruppendefinition. Vielen Kunden ist gar nicht so genau klar, mit wem arbeiten wir am liebsten zusammen, mit wem machen wir am meisten Umsatz. Und da kann man ganz viel lernen, wenn man sich darauf fokussiert, weil dann auch später in der Kampagnenarchitektur kann man sich, sei es jetzt die Art, wie man die E-Mails schreibt, die Art, wie man Freebie, ein Lead Magnet baut, das natürlich hängt davon ab, ja, was für eine Zielgruppe man vor sich hat. Deswegen investiere ich da immer am Vormittag 1, 2 Stunden für diese Zielgruppendefinition. Stößt manchmal auf ein bisschen Verwunderung beim Kunden, weil sie sagen, ja, wissen das ja eigentlich eh. Und hinterher sind sie dann oft ganz überrascht, was dabei rauskommt. USP kann in dem Zusammenhang auch nicht schaden, das nochmal zu schärfen und klar aufs Papier zu bringen. Und dann wirklich der Hauptpunkt für mich, wo ich ganz viel Fokus drauf lege, ist das Automatisierungspotenzial beim Kunden zu ermitteln. Wie ich das mache, gehe ich jetzt gleich im Detail drauf ein. Und danach hat man oft so ein Buffet an Möglichkeiten, was man automatisiert. Und dann geht es darum, Prioritäten zu setzen und zu sagen, womit fange ich an? Was setze ich als erstes um? Auch das zeige ich euch, wie man das macht oder wie ich das mache. Dann gab es das Angebot fürs erste Umsetzungspaket und die Umsetzung. Da sind wir mittlerweile schon durch und jetzt sind wir schon bei den Folgeaufträgen. Also als erstes das Automatisierungspotenzial beim Kunden ermitteln. Wie gehe ich da vor? Zunächst einmal schaut man sich die Unternehmensbereiche an, die überhaupt Automatisierungspotenzial haben. Was gibt es denn da für Bereiche? Dann wähle ich mir so 1 bis 2 Bereiche aus, wo ich das Gefühl habe, da macht es Sinn, da mal genau reinzuschauen und wir skizzieren da die Prozesse, wie die dort genau ablaufen. Und dann, das ist wirklich das Nugget, nach dem ich Ausschau halte, das sind wiederkehrende und zeitintensive Aufgaben.
Denn wenn die Kundenprojekte so individuell sind, dass es jedes Mal komplett anders ist, der Ablauf, dann ist es schwieriger, das zu automatisieren, als wenn ihr Abläufe habt, die jedes Mal gleich sind. Ja? Und dementsprechend, wenn ich sowas erkenne und wenn ich sowas sehe, das sind wiederkehrende und zeitintensive Aufgaben, dann fokussiere ich mich da drauf, weil ich weiß, dass man damit für den Kunden einen riesen Benefit schafft, wenn man das schafft zu automatisieren. Und der Mario hat auch am ersten Abend gesprochen, dass die Vision von Clicktip ist, den Unternehmern wieder die Zeit zu geben, das zu tun, wofür sie eigentlich angetreten sind, also sich auf Qualität, Produktentwicklung zu konzentrieren oder auch wieder Zeit mal haben, mit der Familie zu verbringen. Und genau darum geht es ja. Und in dem Schritt 3 kann man diese Felder identifizieren. Ja, und im Schritt 4 wäge ich für mich ab, was lässt sich leicht umsetzen und wo kann man am schnellsten messbare Erfolge beim Kunden erreichen. Denn mein Ziel ist es, dass das erste Projekt schnell über die Bühne geht und der Kunde möglichst schnell einen messbaren Erfolg hat, weil dann sagt er, passt, das funktioniert, da will ich mehr davon und dann gibt es Folgeaufträge. Macht Sinn. So, Schritt 1. Wie gehe ich da vor? 80-20-Regel ist da immer ganz einfach, dass man mal fragt, womit macht ihr 80% von eurem Umsatz? Also mit welchen 20% eurer Kunden oder welcher 20% eurer Dienstleistung macht ihr 80% von eurem Umsatz? Dann fällt da nämlich schon mal viel weg, um was man sich nicht kümmern muss. Dann kann man schon mal darauf fokussieren. In unserem Fall haben wir so diese Kernfelder gesagt, es gibt die Kundenakquise. Also das sind nicht die Bewerber, sondern die Unternehmen, die Leiharbeiter einstellen. Dann gibt es die Bewerbersuche. Es gibt das Bewerbermanagement, das Absagemanagement. Und dann auch die Begleitung der Arbeiter, die unter Vertrag sind, weil die haben auch immer wieder Fragen, die immer wiederkehren. Also da hätten wir viele Möglichkeiten gehabt, wo wir uns jetzt drauf eingehen. Und wir haben aber wirklich gesagt, nee, wir gehen jetzt mal nur in das Thema Bewerbermanagement und da auch nur auf die Bewerber von Hilfskräften. Also nicht kaufmännisches Personal, nicht Managementpositionen, sondern nur Hilfskräfte. Schon mal eingegrenzt im Schritt 1. Weil sonst schaffen wir das auch nicht in einem Tag. Dann Schritt 2, wir skizzieren die Prozesse. In dem Fall haben wir einfach einen Flipchart genommen, haben diesen Bewerbungsprozess aufgemalt. Wie vom Auftrag vom Kunden bis zum vollständigen Übermittlung der Bewerbung, wie läuft das ab? Und dann auf diesem Prozess haben wir markiert alle Möglichkeiten, wo so E-Mail-Kontakt oder SMS-Kontakt zwischen Kunden und zwischen Bewerbern stattfindet. Weil da kann man ja dann wieder mit Clicktip ansetzen. Diese Kontaktaufnahmen kann man dann automatisieren. Wie hat das Ganze ausgesehen? Ich hoffe, das kann man ein bisschen lesen. Gehen wir mal ganz im Überblick durch. Ja. So, also der Kunde irgendein Unternehmen schreibt an den Disponenten eine E-Mail oder ruft an und sagt, du, wir brauchen 20 Arbeiter für morgen. Der Disponent schaut in seinen Pool rein, in seine Datenbank, ob sie gerade passende Bewerber haben. Wenn ja, das ist ja schon mal gut, dann muss er Kontakt aufnehmen mit den Bewerbern. Die meisten erreicht er nicht, die rufen dann zurück, dann hat er keine Zeit oder sie rufen gar nicht zurück. Also da ist schon mal der erste Punkt, wo viel Zeit verloren geht. Wenn sie dann einen Kandidaten gefunden haben, der passt, dann ist noch die Frage, braucht der Kunde ein Profil, also so eine Übersicht, quasi wie ein Lebenslauf, dann muss dieses Profil von dem Personaldienstleister erst erstellt werden, das ist auch mühsam und zeitaufwendig. Oder die haben schon eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung und der Kunde sagt, nee, ich vertraue dir, schick du mir einfach die Leute, die für mich passen. Dann kommt man natürlich gleich darunter und dann gibt es den Vertragsabschluss zwischen dem Unternehmen, dem Bewerber und dem Kunden. Wenn man jetzt keinen passenden Kandidaten im Pool findet oder wenn es keinen Treffer gegeben hat, also wenn die getroffen wurden, keine Zeit haben oder schon einen Job haben oder nicht mehr verfügbar sind, dann wird eine Ausschreibung gemacht. Beim Arbeitsamt, auf den Jobsportalen. Und dann gibt es natürlich Bewerbungen. Bis jetzt per Mail. Die kriegt dann der Disponent in unterschiedlichster Qualität und die Punkte sind eigentlich zusammen, wir haben sie nur getrennt. Wenn das ein Bewerber ist, der qualifiziert ist, dann wird er natürlich eingetragen händisch in diesen Pool und dann gibt es ganz viele Rücksprachen auch noch, bis es dann soweit ist, dass man sagt, gut, der ist geeignet und dann geht es wieder hier rein. Also in Summe doch ein komplizierter Prozess und wir haben im Schritt 3, die wiederkehrenden und zeitintensiven Aufgaben sind jetzt hier schon mit rot markiert. Und überall da hätte man natürlich viel Potenzial für Automatisierung und wir haben uns aber auch da jetzt wieder priorisiert und haben gesagt, wir machen jetzt mal nur dieses Thema. Ja? Nur dieses Ping-Pong, dieses Telefon-Ping-Pong mit den Bewerbern, bis man weiß, der ist geeignet, das wollen wir automatisieren. Was ist genau das Problem mit diesem Bereich? Also von der Bewerbung bis zu dem Punkt, dass alle Unterlagen vollständig da sind, auch aufgrund der Sprachbarriere, vergeht viel Zeit, viele Telefonate, weil sie sich auch immer gegenseitig dann nicht erreichen und weil die auch unterschiedlich zuverlässig sind, die Bewerber. Und das ist ein riesen Zeitfresser im Bewerbungsprozess und damit auch im Wettbewerb mit den anderen. Und die einfache Lösung in dem Fall ist, ein Online-Bewerbungsformular zu verwenden mit E-Mail-Automatisierung. Wie ich das umgesetzt habe, schauen wir uns jetzt an.
Nach dem Strategieworkshop noch kurz, was habe ich gemacht? Also ich habe ein klar definiertes Basispaket, wirklich auch ein kleines Basispaket, überschaubares Basispaket definiert, wo wir jetzt nicht gesagt haben, wir machen noch Absagemanagement mit rein und Online-Terminvergabe für die Bewerbung, Online-Termin, da könnten wir noch 1000 Sachen mit reinnehmen, sondern wirklich ein einfaches Projekt gemacht und gesagt, schnelle, messbare Ergebnisse für den Kunden. Das Basispaket war, wir automatisieren diesen Bewerbungsprozess für Hilfskräfte und für einen Disponenten. Also Disponenten sind die, die die Bewerbungen ausschreiben und dann entgegennehmen. Da gibt es 10 davon und für einen machen wir das. Ist dann auch so ein Testlauf und wir sehen, das müssen wir noch was optimieren und wenn es dann funktioniert, rollen wir das aus für alle anderen. Was hat das beinhaltet? So 3 WordPress-Seiten einrichten für die Online-Bewerbung. Ein Kurzvideo, ein Erklärvideo produzieren, in dem eine Mitarbeiterin von dem Unternehmen erklärt, wie diese Online-Bewerbung funktioniert, mit Untertiteln in Slowenisch, Kroatisch und so weiter, dass also auch da diese Hürde, die technische eventuell leichter genommen werden kann und auch gleich das Unternehmen ein bisschen persönlicher wird, dadurch, dass im Video jemand mit dir spricht und dir erklärt, wie die Bewerbung funktioniert. Dann die Automatisierungskampagne noch einrichten in Clicktip und die Formulare auf der Seite an die Clicktip-Datenbank anbinden. Schauen wir uns auch gleich noch an. Was empfehle ich euch, was hat mir geholfen, wenn ihr in dieses Consulting-Business einsteigt, nutzt diese Certified Consultant Coachings. Ja? Es gibt 3 wunderbare Coaches, den Janis, den Gabriel und den Mike, die für euch kostenlos, so oft ihr es braucht, euch unterstützt, sei es jetzt in der Kalkulation, in der Angebotslegung, in der Umsetzung. Ihr könnt Projekte annehmen, die euch eine Nummer zu groß sind, weil ihr einfach wisst, im Hintergrund habt ihr ein Team, die euch da unterstützen. Und ich war ganz überrascht, dass der Janis mit mir gesagt hat, wie ich mit ihm, ich glaube am Anfang, weiß ich nicht, 2-3 Mal die Woche, glaube ich, so einen Termin ausgemacht und haben dann auch schon auf WhatsApp geschrieben und der hat dann gesagt, ja, die meisten melden sich eigentlich gar nicht. Das verstehe ich nicht. Also es gibt die Möglichkeit, nutzt sie. Ja. Und wie gesagt, was auch hilft, ein kleines Basispaket, weil ihr euch dann nicht verliert in der Umsetzung, sondern weil es einfach schnell abgeschlossen werden kann und man dann Folgeprojekte starten kann. Ja, wie schauen die Ergebnisse aus? Also circa 3 Wochen hat die Umsetzung gedauert. Davon ein Großteil, weil die IT von dem Kunden das Enterprise-Konto selber einrichten wollte. Sonst wären wir wahrscheinlich noch schneller gewesen. Und Tag 1 von der Umsetzung hat dazu geführt, dass durchschnittlich 5 Bewerbungen pro Tag über das Online-Formular abgewickelt werden. Wenn wir das jetzt wieder die Zahlen von vorher nehmen und hochmultiplizieren, sind es also direkte Zeitersparnis von 1 bis 2 Telefonstunden pro Tag und Disponent, wenn man das dann nachher hochrechnet, wenn wir das für alle ausrollen, dann sind das also 1,5 Stunden mal 20 Arbeitstage mal 10 Disponenten, 300 Mannstunden pro Monat und 3600 Mannstunden pro Jahr, die für was anderes verwendet werden können, für Qualität, für die Begleitung der Kunden, im Onboarding der Mitarbeiter, für was auch immer, ja, wo man sich dann auch wieder gegenüber der Konkurrenz einfach abheben kann, indem man Zeit verwendet, die die Konkurrenz nicht hat, um seine Qualität zu verbessern. Also ein Riesen-Benefit für den Kunden. Die sind auch mega happy, klarerweise. Und haben dann gleich gesagt, du, können wir das gleich für die anderen Disponenten auch ausrollen, wir wollen das für die auch haben. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir ein Folgeangebot und dann geht das Ganze weiter. Kurz den Überblick, wie schaut dieser Prozess aus? Also es wird eine Stelle ausgeschrieben. AMS ist das Arbeitsamt in Österreich oder eben eine Stellenanzeige auf einem Portal. Die Bewerber kommen auf eine Landingpage. Auch hier empfehle ich euch einfach, eine Subdomain anzulegen, weil oft hat der Kunde keine WordPress-Seite. Dann nichts leichter, als einfach eine Subdomain mit WordPress anzulegen und dann könnt ihr da drauf schalten und walten und ihr macht auch nichts in der Seite kaputt, also es ist getrennt sauber. Also das ist ja zu empfehlen, geht auch schnell. Dann da mit dem Clicktip-Manager vom Thomas Stahl und Gravity Forms zusammen ein Bewerbungsformular aufgesetzt, wo wir im ersten Schritt mal nur Name, Adresse und Telefonnummer abfragen und dann geht es weiter auf den zweiten Schritt mit einer Umfrage, wo dann auch so Dinge abgefragt werden, die einfach für die Qualifikation wichtig sind. Und wenn wir hier schon einen verlieren, dann bekommt der Bewerber eine Erinnerung, dass er die Bewerbung noch nicht abgeschlossen hat und dass er bitte seine Unterlagen vervollständigt. Und wenn es fertig ist, dann kriegt einmal der Disponent eine E-Mail und sagt, du hast hier eine vollständige Bewerbung zu der und der Stelle, Lebenslauf, Führerschein, Auto, was man alles wissen muss. Und der Bewerber kriegt natürlich auch eine Danke-E-Mail, was professionell ist, weil der gleich mal nach einer kurzen Zeit eine Antwort bekommt, über den Stand der Bewerbung informiert wird. Und natürlich noch auf einer Danke-Seite, wo er dann eingeladen wird, die Facebook-Seite zu liken und das Unternehmen zu teilen. Im Detail, also als erstes haben wir ein Erklärvideo gedreht. Das zeige ich euch, das dauert ungefähr 3 Minuten. Und das ist dann in mehreren Teilen, also das ist jetzt in einem Teil durch. Wir haben das dann in der Umsetzung, wird das dann an den entsprechenden Stellen in mehreren Teilen gezeigt. Vielen Dank für deine Bewerbung. Mit diesem Video erklären wir dir kurz den Ablauf und die weitere Vorgehensweise zu deiner Bewerbung.
Klarheit und Transparenz von Anfang an ist uns ein großes Anliegen. Deshalb vorab diese kurze Anleitung, in der wir dich durch deine Online-Bewerbung begleiten. Auch wenn du deine Bewerbungsunterlagen nicht direkt bei uns im Büro abgibst, sollst du dich gut informiert und begleitet fühlen, sodass keine Fragen mehr offen bleiben. Mein Name ist Sabrina Stenitzer. Ich bin zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier bei NOVA für Bewerber verantwortlich. Es freut mich besonders, dass viele von euch später zu unseren Mitarbeitern werden. Wie kommt nun dein Lebenslauf so schnell wie möglich zu uns? Ganz einfach. Auf der vorherigen Seite hast du ja bereits deinen Namen, die Telefonnummer, Mailadresse sowie die Stellenbezeichnung und den Betreuer ausgefüllt. Wir bitten dich nun, einfach im Formular weiter nach unten zu gehen und deinen Lebenslauf hochzuladen. Du kannst beim nächsten Punkt gern dein Foto hochladen, falls du keines auf deinen Lebenslauf hast. Das ist aber kein Muss. Beim nächsten Punkt kannst du, wenn du willst, deinen Ausweis, E-Card, Meldezettel, Staplerschein, Kontokarte oder andere wichtige Dokumente hochladen. Falls wir einen Job für dich finden, ist es für uns einfacher und es geht für dich schneller, wenn wir schon alle Dokumente bei uns im Haus haben. Du kannst aber dieses Feld gerne freilassen. Sobald du deine Nationalität auswählst, wird automatisch ein neues Feld hinzugefügt. Solltest du kein EU-Bürger sein und somit eine Arbeitsbewilligung benötigen, hast du gleich hier die Möglichkeit, alle nötigen Unterlagen hochzuladen und mitzusenden. Zum Schluss haben wir noch ein paar Fragen an dich, die du mit Ja oder Nein beantworten musst. Hast du einen Führerschein B? Hast du ein eigenes Auto? Hast du einen Staplerschein? Hast du eine Arbeitserlaubnis? Falls du noch Fragen an uns hast, gibt es zuletzt noch ein Feld, wo du diese hinzufügen kannst. Wir behandeln deine Unterlagen selbstverständlich streng vertraulich und bearbeiten sie so rasch wie möglich, sodass du innerhalb weniger Tage eine Rückmeldung von uns erhältst. Solltest du für die aktuelle offene Stelle nicht in Frage kommen, informieren wir dich umgehend. Halten deine Bewerbungsunterlagen aber gerne in Evidenz. Jetzt musst du bitte noch deine Einverständniserklärung zur Datenschutzgrundverordnung abgeben. Jetzt hast du es geschafft. Vielen Dank für deine Bewerbung. Schon bald könntest du auch zu einem unserer Mitarbeitern in den unterschiedlichen Branchen und Berufen gehören. Wir sind neugierig und freuen uns jetzt schon, dich hoffentlich bald kennenzulernen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst und unsere Facebook-Seite teilst. Den Link dazu findest du auf der nächsten Seite. Tschüss, vielen Dank und bis bald. Ja. Das kommt uns jetzt vielleicht ein bisschen langsam und umständlich vor, ja, aber wir haben ja die Zielgruppenarbeit gemacht, haben gewusst, das sind Leute, die ganz schwer Deutsch verstehen, Hilfskräfte, die auch mit Untertiteln sich da durchklicken, und deswegen haben wir das bewusst einfach ganz Step by Step ausführlich erklärt und haben das Feedback bekommen von den Bewerbern auch schon, dass sie sagen, hey, voll cool, super, ich kriege das alles erklärt, ich kenne mich aus, ich habe schon einen Ansprechpartner im Unternehmen bekommen. Also die kennen das von anderen Agenturen so nicht und waren in dem Fall auch da von den Bewerbern her sehr begeistert. Gut, ja, WordPress-Seite auf der Subdomain aufsetzen und jetzt die Online-Formulare mit Gravity Forms und dem Clicktip-Manager von Thomas anbinden. Und wie schaut das jetzt aus? Wir haben, das ist die Bewerbungsseite, also ganz einfach, herzlich willkommen bei deiner Bewerbung. Sie geben da den Vornamen, den Nachnamen ein, E-Mail-Adresse, die Telefonnummer. Dann gibt es ein Dropdown-Feld, wo Sie den Betreuer auswählen, der die Anzeige geschaltet hat. Ja, und das ist sozusagen schon vorgedacht, weil wir sagen, irgendwann wollen wir ja das für mehrere Disponenten haben. Und dann können die das da direkt im Dropdown auswählen. Wenn sie es vergessen haben oder so oder leer lassen, dann wird einfach ein Standarddisponent ausgewählt. Und unten dann noch die Stellenbezeichnung, so das Kennwort, was in der Bewerbung genannt ist. Also Stapler Graz, Staplerfahrer zum Beispiel. Also ganz wenig mal in dem ersten Schritt und dann auf Weiter. Und in dem Moment, wo Sie auf Weiter klicken, hat man schon den Link zu Clicktip. Die Daten, die wir schon haben, sind schon drin. Und wenn Sie hier abbrechen oder irgendwas dazwischen kommt, kann man sich schon erinnern und sagen, wir haben gesehen, du hast dich bei uns beworben, leider fehlen noch ein paar Unterlagen, bitte vervollständige deine Unterlagen. Dann ist da also der erste Teil von dem Video. Das ist noch ein alter Screenshot, das haben wir dann eben geteilt, das Video. Da ist es noch eins.
Und direkt darunter Bewerbungsunterlagen hochladen, Lebenslauf, Foto. Man sieht auch die Pflichtfelder mit Sternen markiert. Also er kann das Formular gar nicht abschließen, wenn er die Dokumente nicht hochgeladen hat. Dann hier, das ist auch sehr interessant, was dieses Gravity Forms anbietet und der ClickTip Manager. Wenn er Österreicher, EU-Bürger ist, braucht er keine Arbeitserlaubnis. Deswegen das abzufragen, hast du eine Arbeitserlaubnis? Und jetzt kommt er aus Österreich und sagt, hä, Arbeitserlaubnis? Nee, macht schon wieder nicht weiter, ruft an und sagt, ich kenne mich nicht aus, ich habe keine Arbeitserlaubnis. Deswegen so gemacht, wenn man hier auswählt Österreich, dann sieht es genauso aus wie da. Und wenn man hier auswählt, weiß ich nicht, Afghanistan zum Beispiel, dann kommt als nächstes ein Dropdown, hast du eine Arbeitserlaubnis. Das erscheint dann dynamisch, ja. Dann also hier die Fragen mit Radio-Buttons, ja, nein, Führerschein, eigenes Auto, Staplerschein und so weiter. Weil die hatten das immer in den Stellenanzeigen drin. Du bewirb dich nur, wenn du ein eigenes Auto hast, weil das Werk ist so weit ab vom Schuss, da kommt man öffentlich nicht hin. Und die Leute bewerben sich aber auch, wenn sie kein eigenes Auto haben, weil entweder sie verstehen die Stellenanzeige nicht oder sie denken, ich probiere es einfach trotzdem. Und das führt natürlich auch zu Overhead. Und damit haben wir das halt natürlich reduziert, weil damit sind die Unterlagen vollständig. Dann am Schluss noch ein Feld für Kommentare, ein Häkchen unten, absenden und das war's. So, und das Ganze jetzt noch in ClickTip mit der entsprechenden Kampagne verknüpft. Überblick sieht so aus, zoomen da jetzt ein bisschen rein, schauen wir mal, ob man das dann erkennen kann. Also gestartet wird auch mit dem Action Tag, der von dem Formular vergeben wird, neuer Bewerber Action Tag. Aber nur, wenn die Bewerbung, also ab dem ersten Schritt, genau, also wenn er diese erste Teilseite ausgefüllt hat, dann startet schon diese Kampagne und ich entziehe ihm den Tag hier auch gleich wieder, weil er kann sich ja dann auch vielleicht mal in 2 Tagen auf eine andere Stelle bewerben und die Kampagne kann mehrfach starten. Wobei ClickTip dann auch schon merkt, den gibt es ja schon und wenn er dann auf Weiter klickt, sind diese ganzen Felder schon vorausgefüllt. Das heißt, wenn sich dann nichts geändert hat, kann er sich sehr schnell auch auf eine andere Stelle bewerben, weil der wird ja nicht innerhalb von einem Tag plötzlich einen Führerschein und einen Staplerschein haben. Und der Lebenslauf ist auch schon hochgeladen, also auch das ist dann ein Komfort. So, und hier, wenn nach 15 Minuten, haben wir so gesagt, wird das dauern, bis man so alle Unterlagen gefunden hat, Lebenslauf hochgeladen und so weiter. Wenn das nach 15 Minuten nicht abgeschlossen ist, die Bewerbung, dann fragen wir mal vorsichtig nach und sagen, hey, super, wir haben gesehen, du hast dich bei uns beworben, freuen uns total, aber leider fehlen uns noch ein paar Unterlagen, schau doch nochmal nach, hier ist der Link, lad bitte deine restlichen Unterlagen hoch. Dann warten wir einen Tag und wenn bis dahin immer noch nichts kommt, dann kriegt er eine zweite Erinnerung und sagen, du, gestern hast du dich bei uns beworben, wir würden dich sehr gerne näher kennenlernen, aber leider fehlen noch ein paar Unterlagen, bitte lad die hoch. Und ihr fragt euch jetzt sicher, ja, aber was passiert, wenn er denn inzwischen das schon gemacht hat? Kriegt er dann trotzdem die E-Mails? Nein. Es gibt, ach so, da bringt es nichts, wenn ich mit dem Laserpointer da drauf zeige, ich muss ja da hoch zeigen. Genau. Da gibt es dieses Ziel, haben wir heute auch schon öfter gehört, diese Zielfunktion, die gab es nicht immer. Früher wäre so eine Kampagne irrsinnig kompliziert geworden mit ganz vielen Wenn-Dann-Abfragen und auch dann wäre das zeitlich nicht super gewesen. Man hätte eine Kontrollkampagne gebraucht, die diese Kampagne überprüft und stoppt. Und das ist also durch diese Zielfunktion, die es seit ein paar Monaten, glaube ich, gibt, also sehr, sehr viel einfacher geworden. Und da fragen wir einfach ab, sind die Bewerbungsunterlagen vollständig? Weil nachdem er die zweite Seite abgeschlossen hat, kriegt er einen Tag, Bewerbungsunterlagen vollständig, das wird hier überprüft. Und sobald irgendwo hier der die Bewerbungsunterlagen vollständig hat, springt er hier rein und nach 10 Minuten, weil gleich wäre irgendwie komisch, wenn er auf Weiter drückt und kriegt in der Sekunde eine E-Mail, danke, wir haben deine Bewerbungsunterlagen erhalten, dann ist klar, dass es automatisiert ist. Deswegen 10 Minuten warten, dann danke, wir bestätigen den Erhalt deiner Unterlagen, wir schauen uns das an und melden uns in Kürze. Und gleichzeitig kriegt der entsprechende Disponent eine Benachrichtigung, du hast eine neue Bewerbung für die und die Stelle, das ist die Telefonnummer, Lebenslauf, alles in der E-Mail drin. Und was wir jetzt noch gemacht haben am Anfang, weil wir gesagt haben, wir wissen ja jetzt nicht, funktioniert das von Anfang an super, wir wollen ja schauen, brechen das Leute ab, kommen da nicht durch, dann wollen wir danach fragen, warum, damit wir das vielleicht verbessern können, haben wir noch diesen Zweig eingebaut und gesagt, auch wenn er nach 1,5 Tagen das nicht vollständig hat, soll auch der Disponent verständigt werden. Dann kriegt er eine E-Mail und sagt, du, da hast du eine Bewerbung, der hat aber die Bewerbung abgebrochen, frag doch mal nach, warum, weil dann können wir einfach diesen Prozess noch verbessern. Also das wird vielleicht auch irgendwann rausfliegen, wenn wir sagen, auf die, die das abbrechen, legen wir keinen Wert, aber jetzt am Anfang ist es halt noch drin. Worauf ich jetzt da noch einen Fokus legen möchte, wurde auch schon immer wieder angesprochen, was ein super Feature ist, was so klammheimlich eingeführt wurde. Ich habe mir das lang gewünscht und habe mir auch gedacht, boah, wie machen wir das jetzt, haben wir da 10 Disponenten und der soll ja persönlich die E-Mail bekommen. Also der bewirbt sich jetzt beim Herrn Müller, kriegt dann aber von der Frau Meier die Antwort, kennt er sich ja auch nicht aus, mache ich da jetzt 10 Kampagnen dafür oder wie mache ich denn das? Und dann gab es plötzlich, habe ich mich eingeloggt und habe ich gesehen, hey, da gibt es Absenderprofile. Was ist denn das? Ja, habe ich mir das genau angeschaut und habe dann gemerkt, hey, das ist das, was ich brauche. Und wie schaut es aus? Also im E-Mail stellt man einfach ein,
man sagt nicht von, Heinz Müller, sondern man sagt automatisch anhand von Absenderprofil. Die Versand-E-Mail-Adresse soll immer die gleiche sein, office@, aber die Antwort-E-Mail-Adresse, wenn also ein Bewerber eine Frage hat und antwortet, soll auch nicht an die Sekretärin gehen, sondern auch direkt an den zuständigen Betreuer, weil der kennt sich mit dem Fall aus, der hat die Stelle ausgeschrieben. Und auch hier automatisch anhand von Tags. Und ja, genau. In der Einstellung von dem Feld Benachrichtigung per E-Mail macht man genau das Gleiche. Also der Disponent, der dann die Benachrichtigung bekommt, dass die Bewerbung vollständig ist, auch hier gibt man keine fixe E-Mail-Adresse an, sondern einfach automatisch anhand von Tags. Damit ist die Kampagne super simpel, übersichtlich und man kann aber 5, 10, 100, 200 Disponenten damit bedienen. Man muss nur für jeden ein eigenes Absenderprofil anlegen. Das findet ihr hier unter neuer Signatur. Und ja, damit ist die Sache erledigt. Einfach und genial und hat einen riesen Mehrwert für den Kunden. Und das wurde einfach so klammheimlich eingeführt. Das hätten wir eigentlich mit einem großen Launch feiern müssen, dieses Feature, finde ich. Ja. Ist für morgen gedacht. Ja. Surprise! Genau. Ich sehe jetzt hier gerade, 14 Minuten dauert meine Präsentation erst. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber... Ach, es zählt runter. Schön. Ja, gut zu wissen. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Genau, alles angebunden. Testlauf haben wir gemacht. Hat super funktioniert. Abnahme, alle glücklich. Und dann ging es natürlich in die Folgeprojekte. Ein paar Highlights möchte ich euch nochmal rauskehren, weil die für mich einfach so wichtig sind an diesem Case. Schaut euch an, diese Absenderprofile, das ist echt eine coole Sache, wofür es sehr viele Anwendungen gibt, wenn ihr ein Vertriebsteam habt, wenn ihr verschiedene zuständige Leute im Unternehmen habt, die entweder als Absender erscheinen oder als Empfänger. Ja, also das heißt zwar Absenderprofil, aber man kann es auch dafür verwenden, dass die richtigen Leute die E-Mail als mit E-Mail benachrichtigt werden. Also könnte auch Empfängerprofil heißen, also steckt da mit drin. Dann, was super ist, die Bewerber erhalten sehr zeitnah eine individuelle Rückmeldung, sind auch darüber sehr happy, ist aber automatisiert. Und trotzdem wird das als sehr positiv wahrgenommen. Und der Disponent wird erst verständigt, wenn alle Unterlagen vollständig sind. Also nicht so wie vorher, der kriegt eine E-Mail-Bewerbung ohne Lebenslauf, wo es drin steht, ja, ich möchte mich bei euch bewerben. Und es steht weder drin, für welche Stelle, noch, also ja, dann muss man danach telefonieren und so weiter. Dieser ganze Overhead fällt weg. Gut, kommen wir jetzt zu dem zweiten versprochenen Teil. Ausgebucht ab Tag 1, ja, eine 5-Schritte-Formel, auf die ich durch Zufall draufgekommen bin für entspannte Kundenakquise. Wie schauen diese 5 Schritte aus? Erster Schritt, geh auf exklusive Seminare, wo Führungskräfte sind. Buch dir, wenn es geht, ein VIP-Ticket, also nicht letzte Reihe, sondern irgendwie, wenn es geht, vorn mit dabei. Bau dort gezielt persönliche Beziehungen auf, dein Netzwerk, wir schauen uns das im Detail noch an. Dann nach dem Seminar kurzes Telefonat, kurzer Anruf und du vereinbarst ein persönliches Erstgespräch und das funktioniert wirklich super. Habe ich vorher schon so gemacht und hinterher bin ich erst drauf gekommen, dass das eigentlich so gut funktioniert. Warum Führungskräfte-Seminare? Klar, Führungskräfte, was bedeutet exklusiv? Ja, exklusiv heißt für mich jetzt nicht unbedingt 8000 Leute, Tony Robbins, wo man eh keine Zeit zum Netzwerken hat, weil man von 6 in der Früh bis 2 in der Nacht springt, tanzt, schwitzt und schreit. Sondern wo man einfach auch vielleicht 100 Leute, 200 Leute, so wie hier würde ich auch als exklusiv bezeichnen, vielleicht sogar mehrtägig, dass man Zeit hat, über mehrere Tage ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Warum Führungskräfte? Klar, Führungskräfte sind die Entscheider, sind Unternehmer. Es ist aus meiner persönlichen Sicht, ich mache sehr gern Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung immer, wie auch der Mario gesagt hat, die Zeit mit anderen Unternehmern ist einfach wertvolle Zeit, es ist inspirierend. Sich das Netzwerk zu erweitern, ist immer gut, unabhängig davon, ob das Kunden werden oder nicht. Ja, es ist einfach super, diese Zeit zu verbringen. Und auf Führungskräfteseminaren sind natürlich Unternehmer, tendenziell erfolgreiche Unternehmer. Und wichtig ist eben, dass die Entscheider vor Ort sind. Ja? Also wenn ich jetzt auf so ein Seminar in Österreich von der Arbeiterkammer oder WKO oder vielleicht gibt es das IHK oder so ähnlich, gibt, wo halt dann ganz viele Selbstständige sind, die Coaches sind oder so, die gar nicht meine Zielgruppe sind, dann bringt das natürlich weniger, als wenn ich auf ein hochkarätiges Seminar gehe, was auch was kostet. Warum jetzt ein VIP-Ticket? Ich denke, und warum es auch nicht teuer ist, weil oft denkt man so, ja, ich könnte für 300 Euro auf das Seminar gehen, das VIP-Ticket kostet 2000, warum soll ich 2000 Euro bezahlen? Das ist nicht teuer.
Weil wer leistet sich ein VIP-Ticket? Ja? Das leisten sich Unternehmer, die unternehmerisch denken, die sagen, ja, ich bin mir das wert, ich möchte auch was rausholen für mich. Man kriegt ja meistens dann irgendwie noch ein Mittagessen oder hat eine eigene Lounge mittags oder abends ein Abendessen. Oder es gibt ja Zusatzbenefits auch meistens fürs Networking. Und es rechnet sich immer. Also aufgrund der Kontakte rechnet sich, selbst wenn kein Kunde draus wird, rechnet sich. Und wenn nur ein Kunde draus wird, dann hat sich ja auch schon x-fach gerechnet. Also ich denke da auch nicht mehr drüber nach. War jetzt auch gerade kürzlich wieder in Graz auf einem Kongress, wo das Einstiegsticket eigentlich 300 € gekostet hat, das VIP-Ticket 1000. Und ich habe so viele Kontakte dort geknüpft zu interessanten, spannenden Unternehmern, das ist es einfach wert. Und es gibt ja auch hier, habe ich damals nicht gewusst im Oktober, sonst hätte ich es natürlich gebucht im Vorhinein, es gibt ja auch hier ein VIP-Ticket, wo am Sonntag auch noch eine Mastermind ist. Also ich denke, wenn ihr da einen Janis ansprecht, weil ihr sagt, es geht vom Flieger, ihr wollt da auch noch dabei sein, dann wird es vielleicht eine Möglichkeit geben. Weiß ich nicht, ob ich jetzt hier zu viel verspreche, aber ich würde es versuchen. Ich habe es nicht gewusst im Oktober, hätte ich es gewusst vorher, dann hätte ich das gleich mitgebucht, weil es natürlich eine super Gelegenheit, ja, einen Sonntag, einen ganzen Tag eine Mastermind mit anderen Unternehmern zu haben. Wo gibt es sowas? Was sind deine Vorteile? Du hast mehr Zeit natürlich mit den Unternehmern und du selber hast auch eine andere Außenwirkung. Klarerweise, wenn du dir ein VIP-Ticket gönnst, in Anführungszeichen, dann unterbewusst macht es natürlich auch was her, dass du sagst, ja gut, dann läuft also offensichtlich das Consulting-Business auch, weil sonst würde er sich ja kein VIP-Ticket kaufen. So, Beziehungsaufbau. Das ist mir ganz wichtig, dass ich da jetzt nicht nur auf Kundenfang hingehe oder gar nicht eigentlich. Der erste Aspekt ist wirklich, es geht um die Beziehung, es geht um das Netzwerk. Ich möchte spannende Unternehmer kennenlernen, ich möchte mich da vernetzen. Und bei mir ist es so, vielleicht kann da der eine oder andere nachfühlen, wenn ich mir nicht vornehme, dass ich mit fremden Leuten in Kontakt kommen will, dann mache ich das auch nicht. Dann stehe ich mit denen, die ich eh schon kenne, rum oder check dann ganz wichtig meine E-Mails in der Pause oder... Ja, ihr kennt es, man muss raus aus der Komfortzone für viele von euch, manche sind da vielleicht anders, aber bei mir ist es so und das muss ich mir vornehmen. Und dann sage ich, okay, jetzt in der Pause möchte ich mit 3 Leuten sprechen und dann mache ich das auch und dann funktioniert es auch. Dann absichtslos, ja. Es geht nicht darum, dass ich da ein Verkaufsgespräch mache, überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass ich eine gute Zeit habe, dass ich Spaß habe, man kann über private Dinge reden, über berufliche. Wir haben so viele inspirierende Gespräche gehabt mit einigen von euch. Da war nie das, Beruf war natürlich auch Thema, aber es geht nicht darum, dass man dem gleich aufs Auge drückt, was man alles anzubieten hat. Das kann man dann zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ja? Einfach habt eine gute Zeit, genießt die Zeit, habt Spaß. Und ich versuche halt auch immer irgendwie so ein bisschen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dass die Leute sich an mich erinnern. Gibt es auch ein Beispiel gleich im Anschluss, wie sowas aussehen kann. Und Fragen stellen, zuhören, Interesse zeigen, einfach ein interessanter Gesprächspartner auch sein. Ja? Kontaktdaten austauschen, können so einen Visitenkartenscan ganz entspannt anwenden. Da fragen dann schon einige nach und sagen, hey, was ist denn das, was machst denn du da? Vor allem, wenn sie dann eine E-Mail kriegen im Anschluss, ist das schon ein guter Aufhänger. Ja, also wichtig, einfach ihr selber sein, eine gute Zeit haben und jetzt nicht da voll auf Verkaufen gehen. Ja? Das ist nicht das Richtige am Seminar. Ja, wie kann sowas in der Praxis aussehen? Ich möchte von einem kurzen Seminar erzählen. In Kitzbühel, 6 Tage Management-Seminar. Und das war in einem 5-Sterne-Hotel. Und da stand ein Flügel am Abend am Hotel. Und es war schon 23:30 oder so an der Hotelbar. Und da hat einer gesagt, hey, da steht ein Flügel, kann irgendjemand Klavier spielen? Ich kann Klavier spielen. Und dann habe ich nur gesagt, hey, nee, komm, ich gehe jetzt ins Bett, 23:30, was will ich denn da jetzt noch Klavier spielen? Und dann, ach, du kannst Klavier spielen? Ja, komm, spiel doch. Ja, also gut, spiel halt ein bisschen was. Und dann erst so ein bisschen so Barpiano-mäßig gespielt und dann kam jemand her und sagt, hey, kannst du das Lied, komm, wir singen was irgendwie. Und hat jemand sein iPad rausgeholt und diese Austropop-Hits, diese Akkorde und Texte rausgesucht und dann ging das los und bis 3 in der Früh eine Party, ich habe ein kurzes Video gemacht. Das ist schon 2:30 in der Früh, also. Seiler und Speer, weiß nicht, ob man die in Deutschland auch kennt, in Österreich ganz bekannt. In Bayern schon, ja super, in Deutschland versteht man den Text nicht, deswegen kennt man es wahrscheinlich nicht. Ja, und das hat dazu geführt, da war ja nur noch eine kleine Runde da, die anderen waren alle schon im Bett und am nächsten Tag haben wir gesagt, hey, wir haben gehört, gestern Abend war da die volle Party an der Bar, was war denn da los? Du hast ja Klavier gespielt, können wir das heute nicht nochmal machen? Ich habe gesagt, hey, nochmal bis 3. Gesagt, nee, machen wir das anders. Okay, wir machen so ein bisschen Wunschkonzert. 100 € ein Song und es wird gespendet. War so eine spontane Idee. Ich habe gedacht, ja, 100 € zahlt ja da keiner oder für einen Song. Haben wir das gemacht. So einen Sektkühler aufgestellt. Im Endeffekt sind 12.000 € zusammengekommen. Ja.
weil auch Unternehmer dabei waren, die gesagt haben, ist mir egal, also 100 Euro, ich gebe dir auch einen Tausender. Ja? Also das wird gespendet, war auch das Vertrauen da, das war am letzten Abend, glaube ich. Wir haben das dann auch wirklich gespendet an einen Sternthalerhof in der Steiermark, haben davon auch ein Video gedreht, wie wir die Spende überreicht haben. Der ist umgekippt, wie ich da den Stapel Scheine aus der Tasche gezogen habe, weil er sowas noch nie gesehen hat, sonst kriegt er halt vom Weihnachtsmarkt irgendwie Kekse verkaufen, 500 Euro mal oder so. Also da kann man schon was bewegen und so eine Geschichte brennt sich halt natürlich auch ein. Das habe ich nicht absichtlich gemacht, ja, das war auch nicht geplant, sowas kann man auch nicht planen. Ich will nur sagen damit, ich hätte die Entscheidung treffen können, ich gehe jetzt ins Bett oder ich habe sagen können, je, haben wir Spaß, schauen wir mal, was der Abend bringt. Und ihr könnt jetzt sagen, ja, ich kann nicht Klavier spielen, müsst ihr auch nicht, es geht ja vielleicht auch was anderes. Es geht einfach darum, ja, eine gute Zeit zu haben und dann ja, ist man natürlich auch bei denen, die gar nicht dabei waren, ist man dann in Erinnerung geblieben. Ja, Schritt 4 noch kurz, ich rufe dann ein bis zwei Wochen danach, habe ich die Leute angerufen, habe dann gesagt, du, ich war in Sofia kürzlich auf einer Fortbildung zum Thema Marketingautomatisierung, da hat jemand eine Case Study zum Thema bla 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 vorgestellt, die passende raussuchen, da habe ich gleich an dich gedacht, das könnte ja für dich interessant sein, macht es Sinn, dass wir uns da mal zusammensetzen, habe ich noch nie ein Nein bekommen. Die sagen alle, hey, ja, klar, klingt interessant, weil die Unternehmer sind ja auch auf der Suche nach neuen Lösungen und neuen Ansätzen. Gesprächstermin vereinbaren, Erstgespräch. Ja, was ist da jetzt wichtig? Drei Sachen, Fragen stellen, dann Fragen stellen und Fragen stellen. Ja, da gibt es auch super Vorträge in das Certified Consultant Programm mit Fragen, wie ihr so ein Erstgespräch gestalten könnt. Möglichst viel erfahren über die Situation beim Kunden, über seine Prozesse, über alles. Ihr könnt auch, wer fragt, der führt, ihr steuert das Gespräch. Dann könnt ihr den konkreten Nutzen für den Kunden herausarbeiten. Mit schon anreißen, was so möglich ist. Ihr habt jetzt ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten schon bekommen. Es ist ja erst Halbzeit, es geht ja noch bis morgen Abend. Ja, und dann gleich den Termin für einen Strategieworkshop vereinbaren. Also gleich da in dem Gespräch kann man wirklich auch den Abschluss ohne Probleme machen. Die meisten fragen dann gar nicht mal, was es kostet. Die sagen nur, wann können wir anfangen? So ist meine Erfahrung. Ja, ist ein einfaches Rezept, kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt zu dir. Soll ich euch bitten, einmal aufzustehen? Einmal ausschütteln, ein bisschen locker hinstellen, ein bisschen durchatmen. So, ganz bequem hinstellen und mal kurz die Augen zumachen. Passiert nichts Schlimmes. Ich habe jetzt eine kleine Übung noch für euch. Also stellt euch bequem hin, lasst die Arme ein bisschen runterhängen. Nochmal tief einatmen, spüren, wie er da steht so. Vielleicht noch ein bisschen, bewegt sich noch ein bisschen hin und her, bis es wirklich bequem ist. Ja, dann stell dir vor, du fliegst am Sonntag wieder nach Hause. Am Montag startet wieder deine neue Woche. Du bist voller Inspiration, du hast viel erfahren hier. Hast unglaublich viel gelernt, hast vielleicht spannende Kontakte geknüpft. Und vielleicht hast du dir schon ganz konkret vorgenommen, was du hier für dich umsetzen möchtest. Vielleicht bist du ein Unternehmer, der das im eigenen Unternehmen umsetzen möchte, was er hier gelernt hat, der mehr Zeit für die Produkte, für die Familie, für die Qualität haben möchte. Vielleicht bist du beruflich in der Neuorientierung und erkennst diese Chance, die es dir bietet. Ganz egal, stell dir mal vor, wo du in 6 Monaten sein kannst, wenn du das, was du jetzt hier gelernt hast, anwendest. Wie sieht dieses Leben aus für dich in 6 Monaten? Was ändert sich da? Wie fühlt sich das an, wenn du mehr Zeit hast durch die Automatisierung, wenn du die Zeit mit deiner Familie verbringst, wenn du ein neues Unternehmen gegründet hast vielleicht? Wie viel verdienst du? Was kannst du tun, dass dieser Traum Wirklichkeit wird? Stell dir wirklich vor, wie sich das anfühlt, wenn du dieses Ziel erreichst. Jetzt kannst du langsam wieder die Augen aufmachen. Wieder zurückkommen in den Raum. Fühlt sich das gut an? Super, ja? Und jetzt ist die Frage, das Ziel ist super, das wissen wir. Wie kommt man dahin? Wie erreicht ihr dieses Ziel? Dann gibt es einen Satz, den kennen vielleicht viele. Erfolg hat 3 Buchstaben, T-U-N. Und ich garantiere euch, wenn ihr das, was ihr hier lernt, was ihr euch vornehmt, auch nur zu einem kleinen Teil umsetzt, dann wird genau eins für euch passieren, dann wird passieren, life will never be the same again.
Und jetzt bitte aufdrehen. Danke euch für die Zeit. Ein bisschen lauter.